So, da sind wir wieder. Ich würde jetzt gerne mal, warum ich hier gerade bin, einmal hier oben eine kleine Testanlage bauen. Hier ist doch gut. Hier ist, da schön Sand. Das ist doch ideal. So, also angenommen, wir haben eine Stromquelle, wir haben ein paar Kabel, wir haben Switching Station. Was schreibe ich da für eine Scheiße? Und wir haben Verbraucher. Gibt irgendwas, was einfach Strom verbraucht, ohne dass man das machen muss? Nicht wirklich. Naja, komm, geh mal her. So. Geben wir jetzt noch ein bisschen Wasser. Machen wir ein bisschen Eis. So, angenommen wir. Also, wir brauchen jetzt noch diese komischen Platten. Also, wir haben hier eine Spannungsquelle. Das geht dann. Ding hat Strom. So weit, so gut. Jetzt haben wir hier ein Hindernis. Und hier haben wir jetzt einen Verbraucher. Das simuliert durch das Ding. Da packen wir Wasser rein. Und jetzt die Frage: Ist das jetzt so gedacht, dass ich das Ding dagegen klatsche und das Ding dagegen klatsche? Ist noch Network. Nee, scheinbar nicht. Also es ist wirklich eher dafür gedacht, dass ich die Dinger direkt nebeneinander packe. Also quasi dann so und dann so. Ah ja, okay. Das heißt, man hat zwar eine Trennwand, aber eben, man kann nur eine Trennwand machen und nicht jetzt irgendwie durch Objekte durchbauen. Das geht nicht. Schade. Aber warum ist er eitel, wenn da Wasser drin ist? Müssen da nicht Eisblöcke rauskommen? Komisch. Aber gut. Das ist natürlich interessant. Ich hätte halt wirklich gedacht, dass man die Dinge einfach so platzieren kann. Dass man damit halt quasi durch Wände durch kann. Aber dann sagt er, hat er noch ein Netzwerk, also ist er offensichtlich nicht verbunden. Das ist natürlich ein bisschen schade. Gut. Okay. Hätten wir es auch geklärt? Gut. Das heißt, wenn wir jetzt hier unten den Hausanschluss haben, dann können wir hier reingehen. Oh, das war falsch. Hier reingehen. Aua. So, das kommt, dann kommst du quasi raus. So. Das wollte ich gerade gar nicht. Und jetzt kommst du darauf. Das ist doch dumm. Ach, leck mich. Ach so, weil ja, der ist immer auf die Decke drüber. Ach, scheiße. So. Erstmal pennen gehen. Ach, so ein gutes Nickerchen. So, mal kurz im Keller gucken.
So. Das müsste dann so dagegen kommen. Kann ich jetzt hier Kabel seitlich anbinden? Also gut, ich kann Kabel gar nicht anbinden, weil der doppelte Boden hier raus muss. So, genauso können die Dinger hier weg. Jetzt quasi hinten die Verkabelung und hier vorne auf der Ebene kommen quasi die ganzen Geräte hin. Muss mal gucken, wenn man denn hier irgendwie durchgucken kann, so ein bisschen, dass man das hier so irgendwie verdeckt. Whatever. Auf jeden Fall, ja, okay, man kann es verbinden. Sehr gut, okay. Das heißt, man hat dann tatsächlich, wie, was ist da unten los? Replacement Tool. Danke. Das heißt, man kann dann tatsächlich einfach hier, hat man einen Strom für die Gerätschaften, die hier gegenkommen. Easy. Okay. Das ist schon mal praktisch. Wenn wir nur außen gucken, wie es dann außen aussieht. Was willst du machen? Sieht ein bisschen komisch aus, aber hey. Gut. Damit steht der Hausanschluss. Jetzt bin ich mal gespannt. Was können wir denn für ein MV-Gerät? Warte mal kurz, wir gehen mal kurz in unser Haus. Da wird doch bestimmt noch irgendwelche MV-Geräte rumstehen. Ich habe noch immer von allem zu viel. MV-Kompressor, sag ich doch, siehst du. Ha! Oh, ich bin okay. Erst wenn wir drauf räumen. Das geht ja hier gar nicht. So. Rohstoffe nach hier. Du bist kein Rohstoff. So. Blöcke kommen nach da. Papier. Und noch da. Ah, nee, halt. Papier kommt nicht nach da. Papier kommt nach hier. Plastik, Plastik, Papier. So. Können Eier hin? Haben wir überhaupt Eier? Nee, ne? Was haben wir denn jetzt hier noch so alles in den Backpacks? Gar nichts. Ach doch, hier. Ein bisschen Essen. Als nächstes kommt aber erstmal Brot. Oh. So. Nee, du bist da, hättest du doch da bleiben können. Gut. Ja, da hab ich einen Vorgriff vergessen. Nein, nee. Dann bräuchten wir ja eigentlich auch mal wieder ein paar Brennstäbe, weil ich glaube, wir haben nur Brennstäbe. MV Musikplayer, so wie süß. Gott, warum haben wir davon so viele? Also wegen der Baumfarm. Konstruktor MK1. Was auch immer das ist. Ja gut, also so viele MV haben wir gar nicht. Also sinnvolle. Oh ja, muss nutzen zwei Kompressoren. Zwei Kompressoren.
auch immer, also manchmal, vor allen Dingen zweimal. Ist ja nicht mal so, als wenn es immer wäre. Aber immer öfters. So, die kommen jetzt dann quasi so und so daran. Und haben tatsächlich kein Netzwerk. Warum nicht? Ist die Kabeltrasse echt schon dazu lang? Das wäre ja. Oder habe ich da überhaupt. Einmal kurz. Gucken wir mal. Home. Ich nehme mal nochmal so ein Switching Station Dings da mit. Vielleicht haben wir wirklich da keine Switching Station dran. Ne? Und dann. Ich glaube, ich nehme hier nochmal so zwei Dinger mit. Damit ich das Haus da ein bisschen besser. Die Wände da besser abschließen kann. Und zwar hier. Dann kommt da jetzt einfach hier so. Und schon sieht es ein bisschen wie gewollt aus. Aber auch ein bisschen. Ist immer noch kein Netzwerk? Ja, immer noch kein Netzwerk. Okay. Dann schauen wir uns mal die Kabelanlage an. Ich dachte eigentlich, ich habe bei beiden so eine Switching Station angeschlossen. Aber ja, wohl nicht. Oder ist wirklich die Kabelstrecke ist einfach zu lang? Das kann natürlich auch sein. Guck mal, hier ist noch ein Mast. Der kann auch weg. Ja, doch, hier ist einer. Das heißt, er ist wirklich die Kabelstrecke zu lang. Das ist natürlich richtig kacke. Oder ist hier irgendwo unterbrochen? Guck mal, da ist ein Kabel. Hier geht es sauber hoch. Gehe dann da lang. Warum habe ich keinen? Warum kann ich nicht schnell fliegen? So, hier geht es dann noch runter. Das war auch alles verbunden. Da auch. Alles verbunden. Ah, okay, das hat nur eine Weile gebraucht. Jetzt sind sie im Idle. Okay, das heißt, sie haben Strom. Sehr schön. Okay, das heißt, dann können wir jetzt anfangen, hier, wie gesagt, in der Reihe ein paar MV-Geräte hinzuklatschen, die wir, wenn wir welche brauchen, bei Zeit und so. Aber wir haben jetzt einen Stromanschluss. Das natürlich als allerliebst. Hier sieht eigentlich unsere wunderschöne Aussicht aus. Ja, die ist nach wie vor ungetrübt. Ja, gut, jetzt hier eine Straße mit einer Freileitung, ja, aber trotzdem im Großen und Ganzen immer noch sehr, sehr schnieke. Da kommt ein Toadie angerannt. Hier ist 30er-Zone, du Pisser! Oh ja, ah, er baut Laternen. Oh, cute. Können wir? Wir haben keinen Zoom. Wieso haben wir keinen Zoom? Ich will meinen Zoom haben. Haben wir doch. Oh, erstmal Spionausrüstung eingepackt. Let's go. Ding. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Was jetzt da? Wie der einfach Laternen baut. Wobei er bei zwei Dinger vergessen hat, oder? Also, okay. Was ein fleißiger Mensch. Ist der, kannst du mal kurz angucken, wie der jetzt der Anschluss aussieht. Wie der.
Kaum renne ich mit der Axt aus dem Haus, rennt er komischerweise weg. Und verstehe ich gar nicht. Ich will doch nur spielen. Gut. Schüppe ist auch nicht besser. Wie nimmt man Brot in die Hand? Brot wirkt wie ein Freundschaftsangebot. Und nicht wie um so ein Psychopath. Unser Stamina schon wieder aus. Ich meine, so lange ist die Strecke nicht. Oh, er fliegt. So lange ist die Strecke zum Glück nicht. Aber hey. Nein, Ronny, spring nicht. So viele rote Rosen. Naja, das da hinten natürlich. Was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte es auch gar nicht wissen. Sonst finde ich es gleich nochmal so hässlich. Cute. Bin ich mal gespannt, was er da gemacht hat. Zeppelin. Ja, eine Unterführung kann man natürlich machen. Okay. Hat er eine klassische Unterführung gebaut? Kein Bahnübergang. Ich hätte gedacht, er baut einen Bahnübergang. Aber so ist natürlich auch schön. Hier passen die Züge rum. Okay. Ich meine, gut. Tony wird wissen, was er macht. Mit dem Beziehen kennt er sich definitiv besser aus als ich. Da brauche ich also definitiv nichts in Frage stellen. Oh, siehst du, da kommt sogar schon Zug. Du hast noch geschiedet. Nice. Dann haben wir da hinten Eingang zu unserem Weg. Ja, ich weiß, so gesehen ist es eigentlich sinnfrei, nicht hier so eine große Straße zu machen, weil es wird eh nur so zum kleinen Weg, der da zu unserem kleinen Kreisel am Spawn führt, aber trotzdem, ich finde es schön. So ist gut. Aber wenn es eine richtig große Hauptstraße, wo auch immer die hinführen mag, irgendwann mal, I don't know. Aber ja. Vor allem hier schon eine schöne Straße in dem Gleisen. Ah, ist schon schön. Ich bin mal gespannt, ob er denn auch noch tatsächlich ein Gleis baut. Also einen Abzweig baut. Weil derzeit sieht es noch nicht danach aus, aber ich meine, hier eine Weiche hinzubauen ist ja jetzt noch keine Hexenkunst. So. Wäre also problemlos möglich. So. Kann ich jetzt auf den Schienen lang? Ja, moin. Ja. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Ja. Ah, was bin ich? Oh, wollte ich gerade gar nicht. Ich wollte eigentlich dich abbauen. Weiß. Oh, Southway. Ja, haben wir gar keinen Zugriff. Ja, gut, dann halt nicht. Einfach schön geworden. Sehr, sehr schön. So. Dann, also wir mal um 2 hier, um mal offiziell, gut, um 2, achso, ja, ich muss ja auch um Leerzeichen 2 machen. Egal. So. Das heißt, da brauchen wir dich schon mal doch nicht. Du kannst weg, du kannst auch da rein. Du kannst mit den anderen. Ein Sechzehntel können wir eigentlich rekombinieren. Haben wir Tierzeug? Nee, ne? Also so Tierfleisch und sowas haben wir nicht. Unsere Regale sind rein vegetarisch, soweit ich weiß. Gut, vegetarisch, hier sind doch Burger, ja, okay, aber so Tierstuff so haben wir hier nicht. Ah. Gut, mal höchste Eisenbahn, ein paar Tiere zu schlachten. Let's go. Sonst denken. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Wie bin ich hierher gekommen? Lass mich raus, ich bin ein. Ich bin ein. Ich habe Frauen und Kinder, tötet die. Nein!
Gut, das hat schon mal gut geklappt. So. Hier sind wir immer noch leer, ne? Ich schmeiß einfach hier mit rein. Easy. Wolle hingegen haben wir da mit bei. So, Holz kommt nach da. Insulator kommt nach da. Werkzeuge kommen nach unten. Da haben wir noch ein bisschen Kabelsalat und noch ein bisschen Rohlatex. So. Eisen auch tierische Produkte. Ah ne, gut, natürlich bald nochmal. Was wir jetzt noch brauchen, sind Stahltüren. Also diese Falltüren. Und ein paar Uranstäbe. Stahltüren haben wir, wie es aussieht, keine. Können wir aus Gittern bauen. Das kann man, das sind aber schon die, die man auch hinlegen kann. Also die liegen. Okay, wir haben keine Stahlgitter, sehe ich gerade. Gucken wir mal. Gut, aber wir erstmal Stahl. Und zwar nicht gerade wenig. Ich nehme mal alles. Alles. Aber sehr, zwei, drei. Wie viel? Ach, wir hatten im Inventar. Ich hatte gedacht, ja. Hatte doch welche. Denk mir mal. Vier. Kriegen wir gerade mal 10 St. Alter. Ja, genau. Da sind die. Perfekt. Oh, ich brauche noch mal Werkzeug. Wie lange diese Axt by the way hält, ne? So, da brauchen wir aber viel, viel mehr. Ich weiß halt gar nicht, wie viel. Ich nehm einfach mal einen Batzen Eisen mit. Können wir uns nachher nach Bedarf welche bauen. So. Jetzt die Frage Uran. Wo haben wir Uran stehen? Haben wir überhaupt schon welche oder müssen wir welche produzieren? Wir haben. Ich wüsste zumindest nicht, wo wir welche haben sollten, ne? Weil wenn, dann müssen die ja auch mit bei sein. Ich glaube, wir hatten bisher immer nur Uranstäbe gemacht, um sie dann auch direkt einzusetzen. Welche über hatten wir, soweit ich weiß, nicht. Seid ihr an? Nee, sind aus. Oh, ist auch gerade komplett leer. Ja, okay, das heißt, wir hatten bisher nur welche gemacht, um sie auch direkt zu verwenden. Gut, dann holen wir uns mal ein paar Uran-Dings da. Was brauchen wir denn eigentlich? Brauchen wir 5 Stück. Die müssen wir komprimieren. Brauchen wir also 60 von diesen Dingern. Nee, hey, wieso 60? Wir brauchen noch 5. Brauchen wir so 30. So, die müssen wir jetzt kompressen. Zehn da, zehn da und zehn da. Die sind alle am Idle, das gefällt mir gar nicht. Warum sind sie am Idle? Achso, wir müssen ja mal kochen. Nevermind. Da war der Legierungsofen. Ich bin schon wieder völlig bei der Sache.
So. Willst du mich umarmen oder was? Weg mit dir. So, und die jetzt aber? Nee. Ist immer noch der Legierungsofen? Ach da. Aha, ja, sieht schon besser aus. Oh, okay, gut. Dachte, die brauchen etwas länger, aber die brauchen, die hätte ich gleich alle reinmachen können. So. Ich könnte schwören, dass ich diese Pflanze jetzt gerade schon zum dritten Mal abgebaut habe. Einmal vorhin bei den, also bei den letzten Folgen, als sie den Weg gebaut haben. Dann, als ich hier jetzt zwischendurch privat als Walker drinne war. Und jetzt gerade halt schon wieder. Kann sein, dass die Pflanze immer wieder wächst. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir brauchen also mindestens 24. Weil wir so noch einen Stall brauchen. Gib mir mal das Ding daher. Wo sind die? Da. 24. Ich brauche zumindest noch 14. 14, 4, das sind 56, kann das sein? Ich glaube, wir brauchen genau 25, ne? Ich glaube, wir brauchen ganz genau 25. Wieso kann ich hier keine hinbauen? Achso. Perfekt. Und damit ist das Dach der Käfig fertig. Easy. Sehr, sehr schnieke. So, und jetzt können wir hier schön das Uran in den Reaktor reinlegen. Ich würde aber sagen, Testlauf machen wir erst beim nächsten Mal, weil wenn ich jetzt das Ding anschmeiße, das Ding hält eine Woche. Das heißt, bis ich die nächste Aufnahme mache, ist das Ding schon lange wieder tot. Ah, nice. Ich könnte kurz das Ding jederzeit starten. Ist alles da. Das Ding ist verkabelt, soweit ich weiß. Komplett. Genau, das Kabel geht nach da hinten. Da geht es halt hoch. Und hier oben ist ja das. Genau, die Switching Station. Die Switching Station. Und von da geht es dann halt weiter in unseren Batterieraum. Sollte also rein theopraktisch alles funktionieren. Na, das heißt dann also nächste Folge. Machen wir denn unsere. Ja, die Testrun vom AKW. Gucken, ob wir denn die MV-Anlagen tatsächlich benutzen können. Und. Gucken, was wir denn in den Folgen machen. Weil dann haben wir eine Woche. Oder so. Das wird spaßig. Gut. Aber bis dahin gucken wir mal, was wir in den nächsten Folgen machen. Denn das AKW ist jetzt erstmal fertig. Bis dann.